Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu die Säulen der Erde. Ich bin schon wieder an einem neuen Tag angekommen und da ich heute Spätschicht habe, kann ich jetzt früh am Morgen noch ein bisschen aufnehmen. Wie ich hier allein bin, ich habe den Haushalt schon erledigt, die Tiere sind gefüttert, ich habe gefrühstückt und jetzt ist Zeit für ein gutes Spiel. Hier waren wir jetzt ja schon überall. Ich erinnere mich auch, dass wir hinten im Haus waren und im Haus des Priors. Wir haben den Schlüssel, wir haben die Leute nicht angezeigt, obwohl sie es schon verdient hätten, aber ich denke, da wir noch einen geringeren Ruf als die Novizen haben, das wäre nicht gut für uns ausgegangen. Wir können jetzt zum Kreuzgang hier gehen, zur Küchentür. Ja, das war's eigentlich. Kreuzgang sind wir ja schon gewesen. Da waren ja, glaube ich, keine weiteren Abdingsterungen. Gehen wir also, mal kurz dahin. Was meinst du, bedeutet es? Weg zur Mühle. Keine Ahnung. Und hier hinten war, da waren wir überall schon. Okay, gehen wir wieder raus. Das kennen wir ja schon. Oder haben wir die beiden schon gefragt nach dem Ritter? Weiß gar nicht, probieren wir es mal. Brüder, habt ihr etwas von einem Ritter gehört, der nach Kingsbridge gekommen ist? Der Graf von Sharing war hier, mit ein paar seiner Ritter. Und vielen anderen Adligen, an Weihnachten. Ich meine einen einzelnen Reiter, einen Boten. Nicht, dass ich wüsste. Wenn jemand nach Kingsbridge gekommen ist, dann hat Bruder Paul ihn sicher gesehen. Paul ist gerade zurück zur Zollstation gelaufen. Das hilft mir. Danke. Okay, ich weiß nicht mehr, wer Paul war, um ehrlich zu sein. Nein, du hast gesagt, du kennst ihn. Ich möchte aber erstmal bei der Küche gucken, was da so abgeht, und dann können wir zur Zollstation zurückgehen. Philipp! Bruder Melius. Komm rein! Wärm dich am Ofen auf! Ist das Philipp? Sag ihm, er soll sich am Ofen aufwärmen. Danke, Bruder Cuthbert. Das ist ja auch der, von dem der Schlüssel geklaut wurde von den Novizen, ne? Ist es nicht so? Gucken wir uns hier erstmal um. Da ist der Ausgang, Küchengeräte, Löffel und Kellen. Milius hält alles in Ordnung, wenn nur der Rest der Priorei so ordentlich wäre. Du hältst hier alles schön in Ordnung, Milius. Das ist nicht leicht. Heute Morgen ist eine meiner Kellen zerbrochen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Alles fällt auseinander. Haben nicht auch, da ich das hier gerade sehe, ne? Die haben ja alle solche... Das sind doch Gürtel, ne? Also diese Bänder. Haben die Knoten eine Bedeutung? Weil sie haben die Knoten auch an verschiedenen Stellen, aber okay, das ist ja normal, selbst wenn sie keine Bedeutung hätten. Aber hat es eine Bedeutung? Was macht er mit dem Fisch? Schreibt er den mit Salz ein? Also macht er den lange haltbar vielleicht oder so? Okay. Achso, das ist unser... Ich wollte sagen, wieso sieht die so komisch hier vorne aus? Gemalter Topf. Schöner Topf mit einigen Samen drin. Ist der Topf zu schön für einen Mönch? Milius, warum hast du denn so einen schönen Topf? Oh, er erinnert mich daran, dass wir nach Ordnung und Schönheit streben sollten. Ich sammle da nämlich Samen und Nüsse für einen neuen Garten. Eine gute Idee. Ich bin aber nicht dazu gekommen, mehr als die paar Samen da zu sammeln. Wenn du welche findest, bring sie gern vorbei. Da können wir in die Bucheckern reinmachen, oder? Ich habe Bucheckern gefunden. Dann wird hier also bald eine Buche wachsen. Wundervoll. Falls wir jemals dazu kommen, diese Samen zu pflanzen. Ich bin mir sicher, das werdet ihr. Ich habe mir erst nach dem Frühstück mein Gesicht gewaschen und mich dann eingecremt mit... Oh nein, jetzt habe ich hier die Errungenschaft verpasst, die gerade hochkam. Mich eingecremt mit Neutrogena Grapefruit Feuchtigkeitscreme. Und genau diese habe ich mir gerade in die Augen gerieben und es brennt die Hölle. Wartet mal, habe ich hier... Oh. Die Katze geweckt, die hier neben mir auf dem Tisch liegt und schläft wieder. Wie gestern. Ich muss hier gerade mal ein paar Taschentücher rauspulen, damit ich damit dann sofort wieder sehfähig, damit ich damit meine Augen austupfen kann, die voller Tränen sind und so hart brennen. Ah.
Bin aber auch ein Vollidiot, ne? Naja, okay. Gucken wir weiter. Hier Salz und Fisch, dazu sagen wir nichts. Herz und heiße Steine. Manche haben nur ein Gebet, um sich zu wärmen. Manche nicht mal das. Wunderbar. Ich lege immer ein paar Steine auf den Ofen, um Wasser zu erwärmen. Steck einen davon in die Tasche. Das hält dich warm. Oh. Au. Vorsicht, die sind heiß. Ach, das ist ja cool. So Taschenstein-Dingsbums, kann ich die einwickeln in Käsepapier? Der Stein ist noch heiß, perfekt dafür geeignet, sich an kalten Wintertagen warm zu halten. Ach, schön warm. Und ich habe mir die Finger nicht verbrannt, Melius. Ich wusste, du kriegst das hin. Okay. Was haben wir denn hier noch zum Gucken? Herd, der Topf, der Ausgang. Das ist Melius selber und Cuthbert, aber mehr ist hier nicht, ne? Nee, mehr ist hier nicht. Dann können wir uns ihn angucken. Bruder Melius, der Küchenmeister, ungefähr mein Alter und mein Freund, riecht nach Fisch und Salz. Fleißig wie immer, Melius? Es kommt jetzt 6-mal die Woche Pökelfisch auf den Tisch. Leider. Angeblich gibt es ja in deiner Zelle bald jeden Tag frischen Fisch. Jeden zweiten Tag gibt's sogar Geflügel. Du hast in St. John wunderbare Arbeit geleistet, Philipp. Wir dagegen hatten 13 Jahre lang einen schwachen Prior. Der Herr sei seiner Seele gnädig. Was ihr in St. John hart erarbeitet, wird hier im Mutterhaus verschwendet. Nach der Wahl wird der neue Prior hier die Dinge sicher richten. Remigius? Die Dinge richten? Er wäre nicht besser als Prior James? Wer war James? Ich weiß es nicht. Vielleicht unterschätzen wir Remigius. Und außerdem will er alle Bücher und Dokumente im Priors Zimmer verbrennen. Einschließlich der Hauptbücher der Priorei. Remigius sagt, James habe gewollt, dass nach seinem Tod alles verbrannt wird. Außer seiner Bibel. Was? Ohne die Bücher sind die Finanzen des Klosters nicht mehr zu retten. Ah, James war der, der von der Brücke gesprungen und ins Eis gefluppt ist da, den angeblich der Remigius gefunden hat, beziehungsweise ihn selber ja nicht, sondern seinen Rosenkranz. Und der das Grab am Altar in der Kathedrale oder in der Kirche da hat, aber das leere Grab. Wurde niemand sonst nominiert? Nur Cuthbert. Ich habe abgelehnt. Ich bin zu alt. Niemand sonst traut sich, in Prior James' Fußstapfen zu treten. Nicht seit er angefangen hat, mit dem Teufel zu reden. Was? Eines Tages fing er an, mit dem Teufel zu reden. Als ob er neben ihm stünde. Er feilschte mit dem Teufel um seine Seele, flüsterte ständig von den Sünden, die er begangen hatte. Seine Sünden? Hast du einen Ritter in Kingsbridge gesehen? Du meinst, abgesehen von denen, die zum Weihnachtsfest hier waren? Nein, ich kann mich an sonst keinen Ritter erinnern. Reden wir später weiter. Bruder Cuthbert. Ah, wir haben auf dich gewartet.
Ich hoffe, du hast etwas von dem wunderbaren Käse mitgebracht, den ihr in St. John macht. Ich habe ihn einem der Novizen gegeben. Warum hast du das getan? Er sagte, es sei nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Der gierige Bruder Markus. Du bist zu vertrauensselig, Philipp. Ah, okay, also das, hier kann man wirklich ja so auch Fehler machen und wahrscheinlich zeigen sie es einem gerade mit dieser geringen Käsesache, weil es wäre schon cooler gewesen, wenn wir dem wahrscheinlich nichts gegeben hätten. Vor allen Dingen, weil die, glaube ich, gar nicht hungern. Es gibt zwar keine reichhaltige Essensvielfalt, wenn er sagt, es gibt 6-mal pro Woche Pökelfisch, aber die haben ja Essen oder hungern die doch? Und warum gibt es immer Pökelfisch? Die können doch auch mal frischen machen. Müssen doch nicht immer den gepökelten essen, oder? Bruder Cuthbert, du wirkst bekümmert. Prior James war ein guter Mensch. Aber die Priorei ist in einem schrecklichen Zustand, Philipp. Philipp weiß das. Er war nur zu höflich, um was zu sagen. Ja, ich weiß es. Ich wollte meinen Besuch nutzen, um mit Prior James über diese Dinge zu reden. Wir sollten reich sein. Die Priorei besitzt viel Land und erhält Abgaben von vielen Pfarreien. Aber wir sind verschuldet. Unsere Novizen bestehlen uns, Philipp. Die Novizen bestehlen euch? Ja, irgendjemand hat meine Schlüssel geklaut. Remigius behauptet, ich hätte sie verloren. Aber jemand hat sie benutzt, um den Keller zu plündern. Mehr als einmal. Heute hat auch wieder etwas gefehlt. Cuthbert, ich glaube, ich habe deine Schlüssel gefunden. Wo hast du sie gefunden? Der Dieb hat sie in der Kathedrale versteckt. Das ist Gotteslästerung. Wirst du den Dieb bei Bruder Remigius anzeigen, Philipp? Ich werde es mir überlegen. Behalt die Schlüssel, bis wir wissen, was zu tun ist, ja? Ist in jüngerer Zeit ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Milius, gab es da nicht vor Weihnachten einen Toten? Ich weiß nicht, ob das ein Ritter war. Er wurde auf dem Friedhof bestattet. Auf dem Friedhof. Das war würdig und recht. Reden wir ein andermal weiter, Bruder Cuthbert. Natürlich. Okay, ob wir den jetzt noch anzeigen können, ist die Frage. Von denen kann ich hier hinten irgendwo hingehen? Nee, kann ich nicht. Hier ist auch nichts mehr. Der muss ja beim Haus des Priors sein. Also gehen wir mal hier hinten hin und in das Haus des Priors und zeigen den Typen jetzt an, weil Cuthbert in Mitleidenschaft gezogen wurde und weil er es uns empfohlen hat, quasi. Was ist denn? Kannst du nicht sehen, dass ich arbeite? Bruder Markus hat Cuthberts Schlüssel gestohlen. Bruder Markus. Ich kümmere mich um ihn. Du hast recht daran getan, ihn mir zu melden. Diebstahl ist etwas, das wir nicht hinnehmen können. Ich habe die Errungenschaft Petze bekommen. Boah. Was die Schlüssel betrifft, die Bruder Markus gestohlen hat. Ich kümmere mich um ihn. Du hast recht daran getan, ihn mir zu melden. Okay, wir gehen jetzt mal kurz zurück und wieder in die Küche und versuchen, ob wir Cuthbert erzählen können, dass wir, oder Cuthbert. Es wird kalt. Ja, Entschuldigung. Wann lernen diese Novizen, die Tür zu schließen? Ich war das. Mein Gott. Bin nur zur Tür reingekommen, dafür muss ich sie öffnen. Bruder Cuthbert. Philipp.
Wegen der Schlüssel. Wirst du den Dieb bei Bruder Remigius anzeigen, Philipp? Das habe ich schon. Behalt die Schlüssel, bis wir wissen, was zu tun ist, ja? Du hast sicher noch zu tun. Und du sicher auch. Okay, ich habe irgendwie mit einer größeren Reaktion gerechnet oder sonstiges. Wir sollen auf dem Friedhof mal nachsehen. Hier waren doch die ganzen Gräber. Ist hier jetzt irgendeins dazugekommen? Nicht wirklich, ne? Ich guck mal so. Er hier? Ich kann ihn aber nach dem Ritter fragen. Sag, ist vor kurzem ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Ein Ritter? Ein Ritter, ja. Er ist hier. Hier im Grab. Wer war er? Warum ist er tot? Bruder Paul hat ihn gefunden. Wo ist Paul? Da unten bei der Brücke. Friert sich die Nüsse ab, schätze ich. Er hat mit ihm geredet. Ich hab ihn nur begraben. Das ist alles, was ich tue. Was hat der Ritter hier gewollt? Wollte wahrscheinlich vom Rand der Welt springen. Wie meinst du das? Hier gibt es doch nichts. Kingsbridge liegt am Ende der Welt. Hierher kommt keiner. Welcher ist denn Bruder Paul? Er hier nicht, oder? Wir sollten mal nach Shiring gehen. Ich habe gehört, es gibt dort eine Hure mit großen Titten. Eine, die es sogar dir besorgen würde. Was soll das denn heißen? Ist das der Game 2 Sprecher? Oder Game 1? Game 2? Ihr wisst schon. Ja, oder? Klang das jetzt nur so. Habt ihr ihn mal gesehen? Weil ich finde, bei der Brücke hat er gesagt, ne? Weil ich finde, der sieht vom Äußerlichen her gar nicht so aus, wenn ich jetzt so seine Stimme gehört hätte. Moment, muss ich mal ordentlich hinsetzen. Hätte ich gedacht, es ist ein sehr, sehr schmaler, schmächtiger, junger Mann mit so Emo-Haarschnitt und Brille in Blond. Ich weiß nicht warum, sehr, sehr dünn. Und ich hätte halt irgendwie gedacht, dass die Stimme zu ihm passt. Und es ist halt ein ganz anderer Typ Mensch irgendwie. Aber so ist es ja manchmal, dass man nicht findet, dass die Stimme zum Körper passt. Bei mir wahrscheinlich auch nicht. Vorher wusstet, wie ich aussehe. Fandet ihr denn, oder hattet ihr ein anderes Bild von mir im Kopf? Ich meine, ihr hattet ja schon immer diese Anime-Figur, sage ich jetzt mal, die damals gemalt wurde. Hattet ihr eine andere Vorstellung von mir? Oder dachtet ihr schon immer, ich sehe so aus? Ich habe ja ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Let's Plays, auch noch einen anderen Sound gehabt, was zum einen daran lag, dass ich ein anderes Mikro hatte, damals, wenn man so meine ersten Let's Plays hört, oder guckt und hört. Und das andere war, ich habe zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gewohnt und habe deshalb, ich muss mal kurz räuspern, Moment. So, wieder zurück. Ich bin in der letzten Zeit nämlich ein bisschen halskrank und da habe ich immer so eine belegte Stimme. Und da habe ich immer noch ganz vorsichtig und leise geflüstert, als ich damals noch zu Hause war, damit mich niemand im Haus hört. Ich habe nämlich teilweise auch in der Nacht aufgenommen und da wollte ich natürlich nicht, dass Leute aufwachen davon. Und dadurch, dass ich heute viel energischer mit einer viel lauteren Stimme rede, dadurch, dass ich jetzt alleine wohne und hier aktuell niemand ist, Weil hier ist auf der Arbeit und die Katzen und die Hasen juckt es nicht, wie laut ich bin. Außer wenn ich zu laut werde, dann fangen die Hasen an zu klopfen. Und dadurch habe ich ein ganz anderes Stimmvolumen, teilweise eine ganz andere Stimmfarbe halt mit drin. Aber ich denke auch, das Mikro hat viel ausgemacht, dass ich so viel, viel dünner und leiser und mäuseriger klang, als ich es jetzt bin mit meiner vollen Stimme, wo ich auch noch einen Kompressor jedes Mal drauflege. Ja, genau. Das wollte ich nur gesagt haben. Würde mich interessieren, falls ihr Bock habt, das zu schreiben, schreibt es gerne rein. Wir wollten zur Brücke, Straße nach Süden.
Bruder Paul, ihm ist kalt. Vielleicht, je nachdem, wie freundlich er ist, können wir ihm den Stein geben. Er sucht es nicht zu zeigen. Zu kalt für jemanden seines Alters. Bruder Paul. Philipp. Autsch. Oh. Wagener Fußritter gibt den heißen Stein. Was ist mit deinem Fuß, Bruder Paul? Nur eine Frostbeule. Sie wird heilen, wenn der Frühling kommt. Du solltest ein Feuer haben. Es geht schon. So kalt ist es nicht. Nimm es nicht zu leicht. Viele werden in diesem Winter sterben, weil sie nichts zu essen haben oder kein Dach über dem Kopf. Remigius sagt, Gott prüft uns, dass nur die Sünder sterben. Nein, die Armen sterben. Und die, die er hier in der Kälte sitzen lässt. Sag nichts zu Remigius, ich bitte dich. Wenn er denkt, ich würde mich beschweren, wird er ungehalten. Hier, Paul. Oh, ouch. Ein heißer Stein. Ah. Wie gut von dir, Herr Philipp. Danke. Remigius sollte dir ein Feuer erlauben. Oder dich gar nicht erst hier sitzen lassen. Es macht mir nichts aus. Irgendwann wird der Winter schon enden. Philipp, wenn du je Probleme mit Remigius kriegen solltest, gib ihm auf jeden Fall eine Antwort. Schweig ihn nicht an. Anschweigen? Nichts macht ihn wütender als jemand, der ihn anschweigt. Dann gerät er völlig aus der Fassung. So etwas gehört sich eigentlich nicht für einen Subprior. Geschweige denn für einen Prior. Okay. Vielleicht hätte man ihn erst um Rat fragen sollen bezüglich Remigius und Markus, aber jetzt ist es eh zu spät, jetzt können wir es nicht mehr. Liebe Leute, wir sind schon bei 22,5 Minuten angekommen. Deswegen würde ich jetzt gerne erstmal an der Stelle mittendrin im Gespräch mit Bruder Paul eine Aufnahmepause machen. Aber hier wird es ja jetzt gleich spannend, was den Ritter angeht. Deswegen glaube ich, ist es trotzdem eine passende Stelle. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.